Hallo zusammen und willkommen zu meinem Video für das neue Aufwertungssystem, welches jetzt im Patch 10.1 von Dragonflight aktiv wird. Es gibt einiges an Änderungen, die ich euch näher bringen möchte. Bevor wir da aber in die Tiefe gehen, eine kurze Zusammenfassung, was jetzt alles so im Groben an Änderungen passiert sind. Zum einen, wir haben keine Tapferkeitspunkte mehr, sondern es gibt jetzt Flugsteine und vier verschiedene Arten von Schattenflammenwappen, die wir zum Aufwerten benötigen. Je nachdem, wie hoch es geht, umso höher es geht, umso bessere Schattenflammenwappen zum Beispiel brauchen wir. Flugsteine werden wir immer benötigen, um aufwerten zu können. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, nicht nur im Plus, Items können jetzt aufgewertet werden, sondern auch Items aus dem Raid können jetzt aufgewertet werden und auch vieles aus der offenen Welt. Auch das funktioniert. Das ist Punkt Nummer 2. Dann als drittes, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir die Aufwertungsgrade jetzt bis zum Ende durchführen können. Das heißt also, im Beispiel, wenn wir jetzt einen Zweier-Key gelaufen sind, dann konnten wir das Item, was wir da bekommen haben, bis auf Stufe 13 aufwerten. Wenn man natürlich genug Tapferkeitspunkte und die benötigte Rio-Squarte, aber es war in der Theorie möglich. Jetzt gibt es dazwischen Abstufungen, sodass ich ein Item aus M+2 nicht auf die höchste Stufe bringen kann, sondern ich muss höheren Content bestreiten, ein höheres Item finden, um das nach ganz oben zu bringen. Wie das funktioniert, das erkläre ich dann natürlich auch noch. Es gibt da noch ein paar Catch-Up-Mechaniken, die ja das Aufleveln ein bisschen besser machen jetzt, finde ich zumindest, als es jetzt in der ersten Season dann war oder in den vorigen Patches auch, muss man sagen. Aber was genau alles da auf euch zukommt, da gehen wir jetzt ins Detail rein. Starten wir mit den Abzeichen. Und ich sagte schon, es gibt jetzt Flugsteine, die wir auf jeden Fall für jede Aufwertung brauchen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal ein so ein Ausrüstungsstück nehme, dann sehe ich schon, wie viel ich dafür brauche zum Aufwerten und brauche das eben für alle Aufwertungsstufen natürlich jetzt gerade zum Beispiel für dieses Spaltschwert. Diese Flugsteine bekommt ihr aus sämtlichen Aktivitäten, also schon die Startquests, die losgehen, dann hier gibt es natürlich auch einige Worldquests, wo man sie bekommt, später dann noch im Plus Raid, also man kriegt sie eigentlich überall hinterhergeworfen, wenn man so möchte. Diese brauchen wir auf jeden Fall immer für eine Aufwertung und für höhere Stufen, das habt ihr jetzt hier gerade noch nicht gesehen, aber wir können mal ein anderes Item einlegen, werden wir später Schattenflammenwappen benötigen. Und hier gibt es insgesamt vier verschiedene Schattenflammenwappen. Je höher der Content geht, beziehungsweise auch je höher dann irgendwann die Item-Level sind, umso bessere Schattenflammenwappen braucht ihr. Diese könnt ihr aus Fragmenten zusammensetzen. Immer 15 Stück braucht ihr, um einen so ein Schattenflammenwappen hier herzustellen. Ich habe hier eins des Drachen, das ist also das zweite, was kommt. Genau, das erste ist Welbling, zweites Drachen. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel mal eins des Welblings herstellen. Ich habe ja genug, um das zu machen. Zack, jetzt ist das da oben erschienen. Packen wir mal hier hin. Genau, dann haben wir noch das Drachen. Ich nehme an, dass die nächsten übersetzt dann heißen müssen des Wurms und der letzte dann des Aspekts. Die vier haben wir dann und die brauchen wir dann entsprechend natürlich, um irgendwann immer wieder höher aufwerten zu können. Bei der Aufwertung ist auch zu beachten, man sieht hier auch schon, was man dann benötigt. Hier erstmal sind es weiterhin nur Flugsteine, weil ich schon ein höheres Item-Level habe. Ab hier zum Beispiel bräuchte ich dann Schattenflammenwappen des Drachen und hier bräuchte ich dann eben drei. Also ihr braucht irgendwann dann pro Stufe auf jeden Fall immer ein Schattenflammenwappen. Wann genau wie das aussieht, da habe ich gleich noch mal eine Übersicht für euch aus dem Internet. Da gibt es ein paar schicke Übersichten, die ich natürlich auch mit euch teile, sodass ihr wisst, was brauche ich für was. Wo kriege ich jetzt aber diese Schattenflammenwappen her? Flugsteine, wie gesagt, kriegt ihr hinterhergeschmissen sozusagen. Schattenflammenwappen oder auch die Fragmente bekommt ihr dann später hauptsächlich aus dem Plus und aus dem Raid. Und je nachdem, wie hoch ihr euren Content bestreitet, umso bessere Ausrüstungsstücke bzw. auch bessere Schattenflammenwappen oder die Fragmente dafür bekommt ihr dann. Das seht ihr auch gleich in der Übersicht, wann ihr was bekommt. Heißt, wenn ihr zum Beispiel nur LFR und kleinere M-Plus-Keys geht, dann kriegt ihr entsprechend auch nur die Sachen für das Welblings. Geht es dann ein bisschen höher, sind Normal Rate und ein bisschen höhere Keys, dann kommen irgendwann die des Drachen und so weiter und so fort. Dann kommen entsprechend die höheren Schattenflammenwappen. Auch hier ist die Anzahl begrenzt, was die Fragmente bzw. die Schattenflammenwappen angeht. Es ist jetzt in der ersten Woche, muss dazu sein, dass erstmal 150 Fragmente zusammen sind, also maximal 10 Abzeichen pro Typ. Also ihr könnt von jedem, sowohl von dem des Welblings als auch von dem des Drachen 10 Stück dann erstmal haben. Und die Flugsteine habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Bam, bam, bam. Okay, ich war in der Übersicht, hier sind wir ein bisschen schneller. Ist gerade auf 2000 bei mir jetzt in der ersten ID auch als Maximum gesetzt. Das erstmal zu den Abzeichen. Wie das Aufwerten funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an.
Was ihr vielleicht eben gerade schon gesehen habt, die Ausrüstungsstücke, die ich hier reingelegt habe, haben auch verschiedene Aufwertungsgrade von der Bezeichnung her. Also nehmen wir jetzt das hier zum Beispiel. Hier sind wir im Bereich Forscher, welches ich hier maximal auf Item Level 398 bekomme. Während wir mit den Handgelenken zum Beispiel im Bereich Veteran sind, was ein viel höheres Item Level hat und hier zum Beispiel bis 424 geht. Und natürlich geht es noch weiter. Das ist einmal zu beachten. Das heißt aber auch, jetzt diese ganzen Forschersachen habe ich jetzt hier gerade beim Questen bekommen. Hier kriege ich also nur maximal ein Item Level von 398 raus. Ich kriege das nicht weiter. Dabei ist Schluss. Und ich kann es auch nicht in eine höhere Aufwertungsgradstufe bekommen. Das ist das Maximale, wo es dann hingeht. Und wie das alles dann nochmal ein bisschen zusammenhängt, und dafür, wie gesagt, gibt es jetzt eine Übersicht. Moment, die kommt gleich rein. Ich muss sie nur kurz suchen. Es sollte die hier sein. Jawohl. Und zwar ist es jetzt so, dass wir hier diese verschiedenen Stufen haben. Wir haben jetzt hier gerade das Forscher gesehen, welches sich auf 398 aufwerten konnte. Hier haben wir das Item-Level. Dann geht es weiter, dann kommt der Abenteurer. Der geht bis Stufe 411. Dann kam Veteran, haben wir ihn gerade auch schon gesehen. Ging bis 424 die Aufwertung, die letzte. Dann gibt es noch Champion, geht bis 437. Und letztes dein Hero, wird wahrscheinlich Held übersetzt sein auf Deutsch, welches auf maximal 441 geht. Und 441 ist das höchste Item-Level, bis zu dem wir dann eben eine Aufwertung durchführen können. Und in diesen Stufen, in diesen, wie es hier steht, Ausrüstungsrängen, weiter kommt ihr da nicht raus. Also bei Forscher 8 von 8 ist Schluss. Ihr könnt es nicht irgendwie in Adventurer, also in Abenteurer oder in Veteran oder so umwandeln. Das geht nicht zum aktuellen Stand. Ob das irgendwann später im Laufe des Patches oder so kommt, wer weiß. Bis jetzt ist aber so, man kann es nicht höher bringen. Ihr braucht dann also ein neues Item, wenn ihr, oder neuere Items mit höherer Stufe, um weiter aufwerten zu können. Ja, also dieser Grad, der dann feststeht, steht auch fest, ist fix. Jetzt schauen wir mal, wo kommen wir das denn alles her? Das hier, diese ganzen Forscher-Dinger, sind jetzt eben, habe ich aus der offenen Welt, die vom Questen und so weiter bekommen. Das heißt, da passiert auch weiter nichts mehr. Gleiches wird auch bei den Abenteurern sein. Wo es dann eben interessant wird, ist ab hier auf Item Level 402. Das ist also das, wo der LFR losbeginnt und wo losgeht und wo M Plus dann entsprechend auch losgeht. Und das werden dann alles schon Veteranen-Ausrüstungsstücke sein. Also wenn ihr euch das hier so anseht, diese Tabelle, und ihr seht, dass hier zwei Sachen sich überlappen, wie jetzt hier Abenteurer und Veteran, dann greift immer das Höhere, also Veteran. Das heißt, es droppt etwas mit Item Level 402, dann ist das auf jeden Fall Veteran. Droppt was mit Item Level 415, dann ist das auf jeden Fall Champion. Das könnt ihr schon mal merken, das auf jeden Fall. Hat vielleicht auch schon wer gesehen, es gibt aktuell eine Quest im Waldracken, wo man, ich glaube, 5 heroische Dungeons machen muss und dann ein Item mit 415 bekommt. Das ist dann Champion und das kann man entsprechend auch dann später weiter aufwerten. Das erstmal dazu. Dann haben wir hier auch, wo kriegen wir dann die verschiedenen Schattenflammenwappen her? Wir haben hier diese Welblings-Crest, also die Welblings-Schattenflammenwappen-Fragmente. Die bekommen wir aus dem LFR und aus M plus bis 5. Dann kommt die des Drachen, die haben wir eben gerade auch schon bei mir gesehen. Die gibt es aus dem normalen Raid und von Stufe 6 bis 10 bei den mythischen Schlüsselsteinen. Dann kommt wahrscheinlich Worms, denke ich, wird es auch im Deutschen dann heißen. Die brauchen wir aus dem heroischen Raid oder Schlüsselstein Stufe 11 bis 15. Und die höchsten, die vom Aspekte, gibt es dann ab dem mythischen Raid und Schlüsselstein Stufe 16 und höher. Und dort kriegt ihr dann diese her. Was auch funktioniert, was ich hier kurz noch zeigen will, ihr könnt später auch im Laufe Schattenflammenwappen downgraden. Das heißt also hier zum Beispiel, ach, hier stehen sie ja auch, Schattenflammenwappen des Aspekts. Damit könnte ich mir ein Schattenflammenwappen des Würms zum Beispiel kaufen. Also mit einem höherwertigen kann ich mir niedrigere kaufen. Das kann zwischendurch auf jeden Fall interessant werden, gerade im höheren Bereich. Warum, das werde ich gleich noch erklären. Lass mal wieder die Seite aufmachen. So. Das heißt jetzt einfach als Beispiel, ich hatte ja gerade schon gezeigt, ich hatte eins mit Explorer. Gehen wir jetzt mal davon aus, ihr geht in der ersten Woche der Season einen 2er Dungeon. Dann seht ihr, hier kommt ein 402er Item raus, aus der Vault später 415, aber wir bleiben mal beim 402er Item. Dann ist das ein Item auf der Stufe Veteran und um das aufwerten zu können, brauchen wir erstmal dreimal ein Schattenflammenwappen des Welblings, die wir dann aus LFR oder eben aus den Keys dann bekommen.
Dann ist es Stufe 4 von 8 und um jetzt die nächste Stufe machen zu können, brauchen wir dafür Schattenflammenwappen des Drachen. Nämlich 4 Stück, um auf 5, 6, 7 und dann auf 8 zu kommen beim Veteran. Und dann ist Cut. Okay? Und wenn wir dieses jetzt beibehalten, das Beispiel, seit dem 2er Key gegangen, dann bekommt ihr am Ende aus der Void ein 415er Item. Gehen wir wieder in die Tabelle. 415, sehen wir, geht ihr schon in den blauen Bereich, ist dann ein Champion-Item. Das heißt, hier, das können wir auch wieder etwas weiter aufwerten als das, was wir denn aus dem Dungeon an sich bekommen haben. Hier brauchen wir dreimal einen Schattenflammenwappen des Drachen, nämlich um von 1 auf 2, von 2 auf 3 und von 3 auf 4 zu kommen. Und um dann weiterzugehen, brauchen wir wieder die nächsten Schattenflammenwappen, die wir aus Heroischen Raid oder 11 bis 15 bekommen, nämlich die des Wurms. Davon dann wieder 4 Stück, um eben auf 5, 6, 7 und die letzte Champion-Aufwertungsstufe 8 zu kommen. Heißt aber auch, was schon mal gar nicht so verkehrt ist, ich kann also Items, die ich aus den Keys hier 2 bis, ich denke mal 6, 7, bis Stufe 7 am Ende aus der Vault bekomme, kann ich später bis, wenn ich das schaffe und möchte, bis auf Item Level 437 dann auch bringen. Ja, und die höchstmöglichen, wenn wir hier mal das Beispiel nehmen, dass wir da die Aufwertungsstufe Held bekommen, geht bei 428 los, um da hinzukommen, müsste ich in meinem Plusbereich erstmal hier mindestens entweder ein 17er gelaufen sein, um ja die Sachen zu nehmen, die ich im Dungeon an sich bekomme, oder eben hier mindestens 8er Keys gelaufen sein, um eben am Ende aus der Truhe, also in der Vault meine ich natürlich dann zum ID-Start dann wieder, ein Item bekommen kann, welches die Heldenstufe hat und ich dann eben bis zum höchstmöglichen Item-Level 441 dann bringe. Also dem höchstmöglichen Item-Level zum Aufwerten, denn der Raid geht natürlich noch höher bis 450 und ihr seht ja auch, aus der Schatzkammer am Ende kann ich auch bis auf 447 bekommen bei 20er Keys und auch im 20er oder 19er Dungeon am Ende gibt es schon 431er Item-Level, das ist auch schon gar nicht so verkehrt, was man dann eben aufwerten kann und will. Und jetzt zu dem Punkt, weshalb ich gesagt habe, es kann interessant sein, hier diese Schattenflammenwappen des Aspekts vielleicht umzutauschen, niedrigere. Wir sehen, wir brauchen diese bloß einmal zum Aufwerten. Also wenn ich in der Stufe 4 von 5 bin bei Held, dann brauche ich einmal ein Schattenflammenwappen des Aspekts, um es auf die höchste Stufe zu bringen und das war's. Während ich bei anderen hier schon mal mehrmals was reinbringen müsste und es gibt zwei Catch-up-Mechaniken, die hier zu beachten sind. Zum einen, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt schon irgendwo an irgendeinem Ausrüstungsplatz, was hatte ich hier, ein Handgelenk zum Beispiel, habt ihr an meinem Handgelenk-Ausrüstungsplatz schon ein hohes Item. Ihr habt das schon hochgemacht auf 441 zum Beispiel. Ihr bekommt jetzt ein neues Handgelenk und das hat bessere Stats und ihr wollt das nehmen, das ist aber Item-Level 428 zum Beispiel. Dann könnt ihr das ohne Schattenflammenwappen dann aufwerten, weil ihr hier schon mal ein Item auf dieser Stufe hattet und somit braucht ihr keine Schattenflammenwappen mehr und auch die Flugsteinkosten sind reduziert. Das ist einfach, um schneller wieder dahin zu kommen und es auch nicht mehr ganz so schwierig zu machen, ob man jetzt das Item doch noch wechselt oder nicht. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Änderung. Bedeutet aber auch, jetzt aufgepasst, ich brauche für jeden Slot, jeden Ausrüstungsslot, den ich habe, ich glaube wir haben 14, Ringe müssen doppelt zählen, Trinket doppelt, Einhandwaffe und Schild zum Beispiel. Ich glaube, es sind 14 Stück. Nur so viele Schattenflammenwappen des Aspekts brauche ich, weil dann habe ich ja mindestens schon einmal so ein Item auf der Höhe gehabt und dann brauche ich die nicht mehr zum Aufwerten. Und wenn ich dann zum Beispiel schon 8-mal was aufgewertet habe, also 8 verschiedene Ausrüstungsstücke, habe aber hiervon irgendwie 10 Stück, jetzt mal überspitzt gesagt, schon 10 solche Wappen, dann kann ich hier natürlich ein paar ändern in die des Wurms, um zum Beispiel meine Hose, die irgendwie ganz niedrig ist, wo ich noch kein gutes Item bekommen habe, mehrmals wieder aufwerten zu können. Das wäre eben ein Grund, weshalb ich sage, ich möchte dann mein Schattenflammenwappen des Aspekts in einen des Wurms umwandeln, weil ich habe eh schon höhere Items bekommen und so oft muss ich jetzt nicht mehr was umwandeln. Ich habe aber mehr davon, noch ein paar Schattenflammenwappen des Wurms zu haben. Kann natürlich für die anderen Bereiche hier genauso gelten, keine Frage. Ich möchte das jetzt nochmal in dem Beispiel zeigen mit den Handgelenken. So, und zwar Handgelenke habe ich jetzt schon 417 sind sie jetzt, sie waren vorher 415, aber die wurden ja aufgewertet auch ein bisschen, ein paar Stufen jetzt mit dem neuen Patch. Und wenn ich jetzt das Handgelenk auswähle, was ich hier habe, des Veterans, dann müsste man ja eigentlich, jetzt habe ich die Tabelle wieder zugemacht, richtig, richtig, für Veteran Schattenflammenwappen des Drachen einsetzen. Um das jetzt hier immer weiter auf, Schattenflammenwappen des Welblings einsetzen, um es aufwerten zu können und später Schattenflammenwappen des Drachen.
So, und wenn wir uns das jetzt ansehen, sehen wir, da stehen 0. Ist grünlich, ist auch hier nur die, ich glaube, die Hälfte der Punkte brauchen wir nur. Ich brauche hier jetzt nicht irgendwie weitere Kosten einsetzen. Und ihr seht ja auch schon, ab wann geht es denn eigentlich los? Hier kommen schon die nächsten Schattenflammenwappen. Das Drachen brauche ich auch nicht, weil das wäre Item Level 415 und ich habe jetzt Item Level 417 gerade. Also ist höher und somit greift noch die Catch-Up-Mechanik. Und jetzt ab Item Level 6 von 8, also Item Level 418, so rum. Hier muss ich jetzt ein Schattenflammenwappen des Drachen investieren. Ab hier 2 Schattenflammenwappen des Drachen und ab hier dann das dritte Schattenflammenwappen des Drachen, um eben das, diese Handgelenke hier aufwerten zu können. Finde ich nicht schlecht, diese Aufwertungsmechanik, also dass man einmal das investieren muss und danach zumindest diese Schattenflammenwappen nicht mehr braucht. Ihr seht aber, Flugsteine brauche ich weiterhin, aber eben nicht ganz so viele, wie es ursprünglich war. Und so funktioniert das Aufwertungssystem. Die Item-Level, die ihr gerade gesehen habt, das sind auch die aus dann LFR und Raid, aus dem Raid, aus den verschiedenen Schwierigkeitsstufen, das wollte ich sagen. Also hier im LFR-Bereich haben wir zum Beispiel dann 402 geht es dann los, die ersten Items später mit bei den Endbossen droppt ein bisschen höher. Und das sind dann die Stufen, die ich auch aufwerten kann. Das heißt also, im LFR bekommt ihr erstmal Veteran, wenn ihr Normal raidet, bekommt ihr Champion, wenn ihr Heroisch raidet, bekommt ihr Hero, genau, und mythisch klar, dann entweder auch schon die letzte Stufe oder eben noch hier die höheren Item-Level. Was ist da denn an interessant? Jetzt ist zum Beispiel so, wenn ihr jetzt ein gewisses Trinket haben wolltet, aber so wie ich jetzt, ich mache jetzt gerade nur viel M+, eigentlich kein Raid, und für mich ist dann natürlich schwer, in einen gerade einen mythischen Raid reinzukommen oder eben auch einen heroischen, um ein bestimmtes Trinket zu bekommen. Normal hätte sich nicht gelohnt vom Item-Level her. Jetzt ist es aber so, nehmen wir mal an, ich würde jetzt Normal raiden. Es gibt eins, was ich aus dem ersten Boss zum Beispiel brauche, oder zweiten Boss gibt es, glaube ich, sogar eins, was ganz gut ist. Und das ist dann Item-Level 415. Und wenn ich das bekommen würde, könnte ich das dann trotzdem bis auf Item-Level 437 bringen. Und das macht es damit deutlich interessanter für mich noch, einfach mal Normal Raid noch mit reinzugehen, um irgendein Trinket abzugreifen, weil ich das dann aufwerten kann. Und ich muss nicht extra in den Heroischen Raid zum Beispiel. Das ist jetzt einfach nur als Beispiel. Wenn ihr sowieso mal raidet, also auch heroisch raiden geht oder so und irgendwas nicht gedroppt ist, könnt ihr trotzdem mal einen Normal Raid rein und müsst es dann zwar aufwerten, aber ihr habt die Chance, das trotzdem da nochmal zu bekommen und auch auf eine gute Item-Level, auf eine gute Gegenstandsstufe zu bringen. Und das ist meiner Ansicht nach schon eine gute Änderung auf jeden Fall. Ja, und das wäre erstmal das, was ich zum Aufwertungssystem sagen wollte, genau. Kommen wir jetzt am Ende nochmal zu ein paar allgemeinen Punkten. Ein bisschen was habe ich schon gesagt, aber ich möchte euch das nochmal ein bisschen so zusammenfassen. Lasst euch von dieser Übersicht hier nicht erschlagen. Die ist von Dreadnoughts und die finde ich auch sehr gut, aber die wollte ich am Anfang nicht nehmen zur Vorstellung, weil man schon ein bisschen was erklärt haben muss, bevor man die ja greifen kann, verstehen kann, aus meiner Sicht zumindest. Alles auf Englisch, ich weiß, aber dennoch, denke ich, sollte es soweit erklärbar sein. Ihr seht hier auf der linken Seite erstmal, wo kriegt ihr was her? Welches Item-Level droppt denn? Wie viele Schattenflammenwappen? Aus welchen Bereichen braucht ihr denn, um die aufwerten zu können? Einmal hier vom Dungeon mit den jeweiligen M-Plus-Stufen und einmal hier von der Schatzkammer am Ende, was es denn da gibt. Nehmen wir nochmal das Beispiel. Ihr geht in den Dungeon, M+2, gibt es ein 402er Item. Um das aufwerten zu können, braucht ihr dreimal ein Schattenflammenwappen, welches ihr aus dem LFR bekommt oder eben aus Keys von 2 bis 5 und 4 Schattenflammenwappen vom Normal Raid oder eben von Keys 6 bis 10, um es auf Stufe 424 am Ende bringen zu können. Dann ist bei dieser Stufe Schluss. Das waren jetzt hier die des Veteranen, genau. Und dann kommen die nächsten des Champions, geht eben mit Stufe 9 und 10 dann los und kann am Ende dann auf Item Level 437 gebracht werden und hier Item Level 441 ist dann Schluss. Bei den Farben, ihr seht ihr auch, welche Fragmente ihr hier nochmal braucht, was ich gerade schon gesagt habe, also welche Keyhöhen ihr gehen müsst, beziehungsweise welche Raid-Höhe, um eben diese Aufwertung dann später vollziehen zu können am Ende. Wie viele Sachen, wie viele Fragmente kriegen wir denn überhaupt? Das sehen wir hier in diesem Bereich.
Wir haben bei den Raid-Bossen kriegen wir 10 Fragmente pro Raid-Boss. Die letzten beiden geben auch nochmal 15 Fragmente. Heißt, da kriegen wir also ein komplettes Schattenflammenwappen raus. Und was den M-Plus-Bereich angeht, ein getimter Key gibt uns 12 Fragmente und ein depleteter Key gibt uns nur 5 Fragmente. Also man ist schon natürlich im Interesse, den Key zu timen, soweit es geht. Aber man kriegt auch eigentlich gut Fragmente und auch das Beenden, wenn jetzt irgendwas nicht laufen sollte, kriegt man zumindest noch 5 Fragmente und sowieso den Loot. Also sollte dennoch das Interesse da sein, den Key dann zu beenden. Hier steht es auch nochmal, man kann pro Woche 150 Fragmente von jedem Typ bekommen, also kann 10 Schattenflammenwappen von jedem herstellen, vom Welbling, vom Drachen, vom Wurm und vom Aspekt. Das funktioniert soweit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über ein Item bereits hergestellte Gegenstände umzuwandeln, dass man sie noch höher aufwerten kann. Also ist jetzt egal, ob jetzt die Elementarschleife oder je nachdem, was ihr euch noch habt herstellen lassen. Aber es gibt natürlich auch neue Gegenstände, die man sich herstellen lassen kann grundsätzlich, die auch nochmal ganz interessante Effekte haben. Also schaut da auch gern nochmal, was für eure jeweilige Rüstungsklasse oder auch für Waffen für euch interessant sein könnten, denn es können jetzt wieder ein paar hergestellt werden, sofern diejenigen natürlich schon dazu in der Lage sind. Genau. Das sind erstmal die wichtigen Infos. Also ihr müsst zusammengefasst beachten, erstmal, was habt ihr für ein Item bekommen? Was ist das für eine Stufe? Ist es Forscher? Ist es Veteran? Wo ist denn der Veteran hier eigentlich hin? Da? Champion, später Held. Und ihr müsst eben drauf aufpassen, welche Schattenflammenwaffen ihr braucht. Aber es ist hier schon wirklich gut dargestellt. Also man sieht hier schon sehr gut, was bräuchte ich dafür? Welche Schattenflammenwaffen habe ich die da? Und welche Flugsteine kann ich das soweit umsetzen? Kann ich das hier dann herstellen? Also das wird schon gut dargestellt. Wie gesagt, ihr kriegt aus dem Raid-Items, die ihr aufwerten könnt, M-Plus-Bereich, Items, die ihr aufwerten könnt, und wer so ein Content nicht bestreitet, wem also nur das normale Quest und alles reicht, hat ja aber auch Ausrüstung, die ihr aufwerten kann. Ist auch für Twinks nicht schlecht, wenn ihr jetzt welche erst nachzieht, dann kommt ihr auch mit den ersten Items, die ihr bekommt, könnt ihr dann auch recht gut aufwerten. Und wie gesagt, die Flugsteine kriegt man auch gut hinterhergeschmissen, ist hier auf jeden Fall einiges dabei. Also ich habe jetzt echt nicht viel gemacht, ich habe gestern nur die normalen Questreihen, die hier sind, durchgeführt bis ans Ende und das war's und habe schon 1000 Flugsteine und ich habe nicht alle Nebenquests gemacht, keine Worldquest, was hier alles ist. Das heißt also, man kriegt hier wirklich sehr schnell die Flugsteine zusammen und ich denke, am Anfang wird man sich dann vor allem auf das Schattenflammenwappen-Farm konzentrieren, aber auch das sieht ja ganz gut aus, dass man da einiges zusammenbekommen kann. Damit sind wir am Ende angekommen. Das soll zum Aufwertungssystem gewesen sein. Ich hoffe, es ist jetzt für euch verständlicher geworden. Ihr könnt ja auch schon ein bisschen probieren und auch so wie ich euch anschauen, was man denn aufwerten kann. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann lasst es mich gerne wissen. Die Bilder bzw. Tabellen, die ich geteilt habe, gezeigt habe, kriegt ihr natürlich über die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne über die Kommentare wissen. Und bleibt mir nur viel immer zu sagen. Ich danke euch fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.